Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2. So, zuerst einmal, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt schon hier bin. Ich hatte schon eine Folge angefangen und mir ist dann erst zu spät aufgefallen, dass ich nicht auf Aufnahmen gedrückt habe, sondern auf Stream-Vorschau. Ja. Deswegen habe ich jetzt hier schon ein bisschen Fortschritt gemacht, aber es ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind eigentlich nur ein bisschen rumgelaufen, haben hier diese Aufgabe angefangen und ja. So, ich komme jetzt an meinen Daily Login Bonus und wir bekommen ein Beutel mit Glück, 200 Glück. Unsere Dailies, großer Dschungelwurm, Event-Koryphäe der Provinz Metrika, die mystische Schmiedin und die Holzhälterin der Zittergipfel. Ah, vielleicht kann man davon heute schon was machen. Aber erst einmal gönnen wir uns 200 Glück. So. Das öffnen wir und können wir wieder was lagern. Oh ja, da konnten wir auf jeden Fall was lagern. Gut, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal hier das fertig. Ich habe heute so mir so ein bisschen vorgenommen. Was ich so generell so heute in Angriff nehmen möchte. Und auf jeden Fall ist dabei, dass ich mal heute, vielleicht nicht in dieser Folge, aber auf jeden Fall will ich heute mal weiter mit der Story machen. So, dafür müssen wir aber erst ein neues Level erreichen. Was wir... Ne, sind doch nicht hier noch, oder? Oh, war schon die Karpatzen. Und ich gebe jetzt erstmal dran fest. Alter, was ein Oschi. So, hier hatten wir jetzt alles fertig in dem Gebiet, oder? Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt mal da diesen... Hier drüben war irgendwo ein Aussichtspunkt. Da ist er doch schon. Können wir uns den noch mal? Weil ich habe jetzt auch schon mal was von meinem anderen Account vorbereitet, also meinen anderen Charakter. Und für den Notfall, wenn das heute nicht klappt mit dem Leveln, werde ich, oh nein, ich erinnere mich hier an. Werde ich hier ein bisschen Power Level, nenne ich das mal. Und zwar gibt es, genau das hasse ich, gibt es für gewisse, ja, und zum Level gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnte man einfach hier rumlaufen und jegliche Mobs killen oder an Events teilnehmen, das würde ich eigentlich nicht machen. Ja, ich hasse Jumping Pads. Oder man aktiviert auf seinen Charakter oder verwendet sogenannte Folianten des Wissens, die geben instant ein Level. Davon habe ich jetzt aber... Boah, das schaffe ich noch. Die geben instant ein Level. Davon gibt es aber noch... Habe ich noch nicht so viele. Ich habe jetzt 18, also ich könnte jetzt instant auf Stufe 27 mit unserer wundervollen hier. Boah, ich habe es geschafft. Alter. Oder wir aktivieren Schriften der Erfahrung. Wir nehmen uns das. Nein, nein, ich mache das jetzt. Schriften der Erfahrung geben einen gewissen Anteil an Erfahrung und die bekommen wir, indem wir unsere Dailies machen. Ich glaube, ich rede einfach gerade schon wieder viel zu schnell. Ganz ruhig, du kleiner Idiot. Du hast nichts vor. Du gönnst dir die Zeit. So. Und flupp. Nein, ich bin wieder drüber gesprungen. Ja, das schaffe ich jetzt noch. Also ich will hier wenigstens das erste Gebiet einmal zu 100% machen und danach mische ich eigentlich nur auf diese... So, dass ich die Level und die Aufgaben vielleicht mache. Weil ich möchte... Einmal, dass ihr seht, dass es am Anfang schon ein bisschen schwieriger sein kann, aber man gewöhnt sich dran. Aber auch viele Parts ein bisschen schon einfacher geschaltet sind, weil man wirklich am Anfang ist. Und dann will ich später einmal wirklich das die letzten drei Gebiete... Möchte ich dann noch einmal auf vielleicht auf 100% bringen. Wobei beim drittletzten werde ich ja vielleicht eine Ausnahme machen. Tretet mir in einer anderen Form entgegen. Wow. Dann jetzt hier. Ey, so weit war ich noch nicht. Ich habe jetzt extra bewusst gesagt noch nicht. Bewusst gesagt noch nie, weil ich habe das ja einmal schon auf 100% gebracht. Sehr schön. Und wir sind beim Aussichtspunkt.
Ja, wie gesagt, bei der, beim letzten Gebiet werde ich wahrscheinlich, also beim drittletzten Gebiet werde ich wahrscheinlich eine Ausnahme machen, weil da gibt es ein Event als Heldenpunkt. Den kann man alleine, das kannst du zu 100% vergessen. Da musst du entweder der krasseste Übertank vom Herrn sein oder. Halt, Moment, du musst wirklich der krasseste Übertank vom Herrn sein. Ist denn hier ein. Ah, schaffen wir es, da hinzukommen? Upp, ganz klar. Beweist, dass die Sonne durch euch scheint. Tretet mir in einer anderen Form entgegen. Ah, kommt schon. Ich würde da echt gerne hin. Dieses. Obwohl, schaffe ich das noch? Das könnte knapp werden. Und, na, jetzt sehen wir es. Jetzt haben wir hier das Gebiet im Moment auf. Und. Nein, nein, nein. Es ist eindeutig zu weit weg. Aber wir haben eine wundervolle Wegmarke gefunden. Ist auch was Schönes. Ah, und da drüben können wir auch noch was aufdecken, glaube ich. Ja, hier ist noch unentdecktes Gebiet. Und wir bewegen uns auf die große Mauer zu. Herrschaftsgebiet der Winde entdeckt. Und ich meine hier, ja, hier war noch ein Heldenpunkt. Also, ihr seht auch schon mittlerweile, ich mache eigentlich schon jegliche Aufgaben und bin trotzdem vom Level irgendwie ein bisschen darunter, als ich es eigentlich sein sollte. Oh, hier ist eine Stufe. Silber. Wir werden kämpfen. Laser. Ah, das könnte echt schwieriger werden. Oder? Oder? Ah, das können wir schaffen. Komm schon, greif an, greif an. Na? Hallo, hin. Oh, nein, nein. Oh, wir liegen. So, jetzt können wir eigentlich immer noch angreifen, aber. Wir werden wahrscheinlich, wenn die Leiste jetzt leer ist, gehen wir drauf. Helft mir hier drüben! Ah, können wir uns. Der greift mehrere an. Nein, das war's jetzt. Ja, wir sind zum ersten Mal in diesem Projekt gestorben. Gut. Das zeigt mir, wir müssen leveln. Gut, ich gehe jetzt extra wieder hier so ganz am Anfang hin. Weil. Wir werden jetzt mal Power leveln. Und zwar gehen wir dafür jetzt einmal in die andere Richtung hier vorne und denken uns erstmal, wo will der hin? Wir gehen jetzt in die heilige. Oh, was war das gerade für ein Lag? Wir gehen jetzt in die Hauptstadt der Silvari. Wir gehen zum Hain. Der Hain ist hier, wie schon gesagt, die Hauptstadt der Silvari. Hier gibt es keine Aufgaben, aber viel zu entdecken. So, hier können wir auch für Karma etwas kaufen. Ich weiß aber nicht, was sie hier so anbietet. Ja, okay, einfach nur Zutaten. Hier ist dann wieder so ein Jumping Part für einen Aussichtspunkt. Ich bin auch überlegen, ob ich die Städte auf 100% bringen soll. Normalerweise geht das eigentlich relativ schnell. Und stimmt, ich könnte mal erklären, was es alles für Städte gibt. Also es gibt generell. Au. Für die einzelnen Völker gibt es jeweils eine Stadt. Zum Beispiel gibt es hier die Menschen. Die haben ihre Stadt Götterfels. Dann hier die Silvari, die wir gerade spielen. Die Pflanzenmenschen haben hier den Hain. Dann hätten wir die Azura, das kleine Rattenvolk. Die haben Ratasom. Nein, ich bin schon wieder da runtergefallen. Wen haben wir noch? Wir haben die Norn. Die Norn haben die wunderschöne Stadt Höllbrak. Und dann gibt es noch die Char, die Bestien. Deren Hauptstadt ist die Schwarze Zitadelle.
So, und dann gibt es noch eine Stadt, wo sich alle Leute versammeln. Die werden wir auch noch früher genug entdecken. Das ist die wunderschöne Stadt Löwenstein. Löwenstein ist einfach so... Ich glaube, das gibt es in jedem MMO. Einfach mal diese Stadt, wo man einfach 90% der Stadt rum... des Spiels rumpimmelt. Ja, das muss ich auch runterfallen lassen. Autsch. So, ich will mal kurz schauen, wo ist die Bank? Ach stimmt, das war hier auf mehreren Ebenen verteilt. Wir suchen einfach mal gerade die Bank. Alter, irgendwie ruckelt da gerade was. Aber extrem. Gefällt mir gerade nicht. So, ich glaube, da muss ich gleich mal was umstellen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal jetzt hier zu der Wegmarke da drüben. Oh, ja, das ist ein bisschen gefährlicher hier. Hier kann man schnell unterfallen. Die Wegmarke haben wir auch. Und auch schon das direkt das nächste. Also hier kriegt man relativ schnell Erfahrung, einfach durchs Erkunden. Ein bisschen rumlaufen und man findet alles. Da oben ist noch ein Aussichtspunkt. Den können wir jetzt mal schnell holen, aber gehen erstmal hier rein und kriegen noch Sehenswürdigkeit. Okay, hier ist die Rüstungsschmiede. Können wir unsere Rüstung reparieren? Fliegt sie mir. wie kann man da nochmal rauf? Ich meine, das war von hier so. Oder auch nicht. Mann, wie kann man da nochmal rauf? Da oben ist eine Sehenswürdigkeit. Ein paar. Ah, hier war das, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jawohl. Hier war das. Gehen wir einmal hier rauf. Hopsen hier so hin. Und gehen einmal rüber. Und sind schon bei der Sehenswürdigkeit. Und? Ah, das reicht noch nicht für ein neues Level. Oh, die Kulturrüstung können wir uns hier holen. Lebt gut. Komm, wir holen uns jetzt mal hier die Kulturrüstung. Oder noch nicht. Wir können mal Schrott verkaufen. Gibt wieder was Geld. Und Platz. Kulturrüstung können wir uns dann ab Stufe 35 holen. Ich hatte jetzt nicht so wirklich im Kopf, ab wann das geht. So. Na, Moment, ich muss mal ganz schnell hier. Hallo, Bildschirm, danke. Mein Bildschirm wollte da gerade wieder ausgehen. Ich habe ja so einen wundervollen Fernseher als Bildschirm. Und der meint dann irgendwie so alle 3 Stunden, wenn er kein neues Signal kriegt, mal auszugehen. Also generell suche ich eigentlich gerade die Bank. Weil da habe ich diese Schriften der Erfahrung gelagert. Hier ist eine Kauffrau. Holt uns mehr Nektar, ja? Ihr seid dran. Kaufmann. Mann, wo ist das? Jetzt sag bloß, hier hat er. Hier, das sind die. Hier so ein Char. Ich bin mir echt nicht sicher, aber normalerweise müsste jede Stadt eine Bank haben. Oh, hier ist noch ein Commander. Ein Kommandeur. Gut, dann sind wir hier gerade auf der untersten Ebene. Da oben ist irgendwas, war da die Bank? Ja, da ist die Bank. Sehr schön. Hallo Bank, hallo, hallo. Ich würde mal gerne hier zugreifen. So, hier seht ihr meine gelagerten Sachen. Ich habe ja auch noch eine aufgestiegene Scores-Shirt, aber das hat sich zu interessieren. Wir nehmen uns hier die 14 Schriften der Erfahrung. Und ich glaube nochmal... Komm, nehmen wir uns auch nochmal mit. Gut, die Schriften der Erfahrung aktivieren wir jetzt erstmal. Achtet auf die Erfahrungsleiste. Erstmal
Stufen Aufstieg. Und was ist das? Persönliche Geschichte freigeschaltet und den Waffenwechsel. Ja, wir haben jetzt die neue persönliche Geschichte weiterentwickelt. Also, was heißt weiterentwickelt? Wir haben sie zu einem neuen Fortschritt gebracht. Und ich würde sagen, 15 Minuten, konzentriere dich mal vor und danach beende ich auch schon die Folge. Sichtung einer Legende. Junkerin. Im Kaledonwald ist ein Wunder gesichtet worden. Die Dorfbewohner sagen, sie hätten einen weißen Hirsch den Wald durchstreifen sehen. Legenden berichten von ihm und der blasse Baum nennt ihn einen Geist der Weisheit und des Schutzes. Ich erinnere mich, dieses Wesen in eurem Traum gesehen zu haben. Es gibt eine Verbindung zwischen euch und dem weißen Hirsch. Wir müssen dem Oberhaupt eures Zyklus von eurem Traum erzählen zu euren Diensten und versuchen, seine Bedeutung zu verstehen. Vielleicht müsst ihr den Hirsch sogar fangen und unter dem Schutz der Mutter bringen. Kehrt zurück in den Hain, damit ich euch mehr erzählen kann. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns doch in der nächsten Folge mal mit Cave und schauen dann nach, wie es mit unserer Geschichte weitergeht. Oh, das wird spannend. Naja, nicht so wirklich. Ich sag mal dann, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.